So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wo wir ziemlich nah am Ende sind, glaube ich. Wir haben jetzt fast die kompletten Rüstungen eingesammelt. Uns fehlt bloß noch die letzte Mission der Wolfsrüstung, die hier in Novigrad versteckt ist. Aber ich habe mich dazu entschieden, die holen wir uns jetzt nicht. Wir werden jetzt den Rest der Hauptstory folgen. Ist ja noch ein kleines bisschen. Also, wir waren bei Triss. Der sollen wir helfen, Philippa Eilhard zu finden. Und den guten Avalach, mit dem wollen wir den einen General der Wilden Jagd. Es gibt ja noch zwei. Wir haben ja bloß Imlerit getötet, seinen besten Mann. Also Eremits besten Mann. Ach, was weiß ich wieder. Ich vergesse immer den komischen Namen vom Typen der Wilden Jagd. Aber auf jeden Fall seinen besten General haben wir erledigt. Imlerit. Und jetzt hat er noch zwei und einen davon, der ist ziemlich, ja, der mag seinen König nicht. Und wir wollen versuchen, den auf unsere Seite zu kriegen. Mal gucken. Das wäre hier vorne, aber ich müsste auch noch zu Yennefer. Um Margarita zu befreien. Und das werden wir, glaube ich, auch als nächstes machen. Zumindest wollen wir den Missionsanfang starten. Naja, schön, dass ich dir bekannt vorkomme. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Hä? Wieso stinkt's denn jetzt nach menschlichem Fleisch? Nicht gut. Gar nicht gut. Menschenfleisch. Anderlinge, stimmt ja, die knüpfen ja jetzt die Anderlinge auf. Es werden nicht mehr Hexen und Zauberinnen gejagt oder Zauberer gejagt, Scheiße. Sondern Zwerge, Elfen. Und deresgleichen. Weil ja alle Zauberinnen aus Novigrad verschwunden sind. Dank Triss und Geralt. Hä? Wo ist Yennefer? Oh. Voll falsch gelaufen. Ach ja, bei der Krüppelkati. Der Puff ist ja hier vorne. Nicht das Pferd? So, dann wollen wir mal gucken, was Yennefer zu sagen hat. Yennefer zu sagen hat. Da ist sie ja. Ich meinte uns beide und dich. Nein, kein Röntchen Vögeln. Ich will mit Yennefer sprechen und das tue ich jetzt auch. Mal gucken. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Da gibt's noch nichts zu sagen. Ich bin zuerst zu dir gekommen. Und sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria?
Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Wow, ich muss mein Mikrofon erstmal wieder anmachen. Alter, ist ja schnell. Fuck! Nein, hab grad keine Zeit. Verdammt, da ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Oh, Geralt, da kannst du ihn doch jetzt einfach... Alter, ich hab ihn doch! Geht doch. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein. Eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Da hat er wohl recht. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke.
Ja, interessant. Jetzt gucken wir erstmal. Die Ochsenfurtbrücke, ist das die da? Oder? Okay, dann gucken wir jetzt nochmal. Die große Flucht, das ist ausgewählt. Dann würde ich doch erst sagen, wir machen durch Raum und Zeit. Ist ab 26 ist das niedrigste Level. Die anderen beiden sind 28, die werden wir dann danach machen. Na, geht sie den Weg zu Fuß oder teleportiert sie sich? Das interessiert mich jetzt. Ja. Oh, sie geht zu Fuß, die gute Dame. Naja, und ich kann mir kein Pferd klauen. Scheiße, wieso kann ich mir kein Pferd klauen? Naja. Dann suchen wir jetzt einfach mal Avalach auf und gucken, dass wir den General der wilden Jagd auf unsere Seite ziehen können. Wir hätten auch auswählen können, dass wir ihn töten wollen, aber... Du brauchst auch Geld, wie? So einen starken Verbündeten? Hier wird nicht rumgehangen. Ich glaube, das kotzt Emerit oder wie er heißt. Alle. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Ach, hier sind wir. Okay. Wohnt denn der gute Göttling hier noch? Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Die Wand, die ich schon vor 1000 Folgen eingerissen habe. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Zirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Alles klar. Und durch. Ich hasse Portale. Augen zu und durch, Geralt, richtig. Mal gucken, wo wir jetzt landen. What the fuck? Okay, ich verstehe, warum der Typ unsere Welt einnehmen will. Also sind wir? Willkommen in Welt. Der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Können wir auch laufen? Nö. Finde die nächste Was Passage. Ach, von hier. Ist das hier? Müssen wir weiterreisen. Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten,
Bis zum letzten Tropfen. Ja, wie der Mensch halt. Das heißt, alles entwickelt sich irgendwann zum Sieht Ende. Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein möglicherweise. Kann Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Ja, das will ich auch hoffen. Nicht, dass wir jetzt Jahrtausende es warten müssen. Keinen Grund zu warten. Komm. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Oh fuck. Sandwürmer? Das sind keine Würmer. Außerdem hast du gesagt, tief unter uns, nicht, Es werden immer mehr. Wir können sie nicht alle besiegen. Sobald sich das Portal öffnet, musst du hinter mir hinein. 3, 2, 1. Sehr gut, auf den Punkt. Was für ein Glück. Ich konnte nicht mal den Loot einsammeln, du Schwuchtel. Die Gegend gefällt mir nicht. Da hinten ist ein Portal. Hier ist sie. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Tja, Geralt. Oh! Genau, dadurch bin ich tot. Super. Okay. Das heißt, wir kommen da auch mit Quen nicht groß durch, weil Quen explodiert sofort, wenn wir Schaden kriegen. Avalach? Hier ist sie. Alter, was liegt da unten für ein Skelett? Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt. Okay, Quen bringt hier auch nichts. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Alles klärchen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Das ist natürlich immer gut. Den hier will ich weiter pushen. Ich sollte diese Schwaden meiden oder ganz schnell hindurchlaufen. Und wieder tot, na klar. Oh. Ich wollte auf den Felsen rauf und nicht darüber, Geralt. Gruftweibe, haben wir auch bloß eins gesehen in dem Spiel? Und zwar als wir diese kinderfressende Hexe gesucht haben, die ein Gruftweib war. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Geralt. So, nochmal speichern. Magie. Ein Ort, ein der, Ort Macht. Der Macht. Ich sollte Kraft aus ihm ziehen. Das Artzeichen verstärkt. Hey, steht da jetzt sogar, wie viel wir jetzt plus haben? Vitalität plus 600, Angriffskraft plus 40.
Plus 150 Vitalität und Zeichenintensität plus 40. Nochmal speichern. So, ich muss ja jetzt irgendwie da rüberkommen. Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Cool, dass ich hier unten kein Leben verliere. Ich habe das Gefühl, hier wartet noch was ganz anderes auf mich. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier Leben verlieren sollten eigentlich. Oder wir waren zu tief. LOL. Jetzt bin ich in einem Meer oder was? Kalt. Hey, kenne ich den Ort zufällig aus dem ersten Teil? Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Aha, er hat hier was markiert. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Sieht ja tatsächlich aus wie die weiße Kälte. Durch die wilde Jagd verursacht. Wäre auch nett zu wissen, wo ich lang muss. Ich dachte eigentlich, wir kriegen so die Mission in dieser Folge fertig von Avalach. Oh, kalt. Aber das täuscht wohl. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Also es geht auf jeden Fall da vorne weiter. Da runter, da ist keine geschützte Stelle. Da unten ist eine Stadt. Kann ich vielleicht... Licht? Hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Aber auch nur mit etwas Schnee Glück. Reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Natürlich. Was sonst? Das hätte ich mir denken können. Oh! Oh!
Hunde der wilden Jagd. Was auch sonst? Ah. Wie weit müssen wir denn noch? Muss da vorne hin? Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie noch nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein. Das ist Tet Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Gils zu finden erweist sich als ziemlich mühsam, und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die Roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gils ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann? Yeah, 31. Bald. Ja klar, erstmal durchs Feuer laufen. So. Die sollten noch mehr Dings einbauen, Felder fürs für die Level-Dinge, für die, na, Eigenschaften, Fähigkeiten, genau. Okay, sind wir wieder alleine? Nee. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens, einst der Mondpalast, Gels Hauptquartier.
Und der wird uns nicht so angreifen, oder? Hm, schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Ja, schön. Tut mir leid, dass die Menschen dich, Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Krevan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Catmill. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krevan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Hm, ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Hm, du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Ich bin eure pseudo-kluge Höflichkeit leid. Gehen wir. Wohin, wenn ich fragen darf? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Ja, der Typ ist ein super Künstler. Muss man ja mal sagen. Da kann ich ja noch besser malen. Interessant, dass das der General oder einer der Generäle der Wilden Jagd ist. Oder Hauptmänner, wie man ihn auch nennen will. Es scheint wohl eher so der... Na, wie sagt man? Ja, der Künstlerische. Imlarit war wahrscheinlich der Brutale mit seiner großen Keule, die wir ihn in den Kopf gerammt haben. Nachdem wir ihn sein Gesicht verbrannt haben. Wir haben Rache genommen für Wesimir. Und das nicht zu wenig. Und das Spiel lädt wieder ganz schön lange. Aber okay. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können.
Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Er ist billig davongekommen. Hat uns Ratschläge gegeben, eine Geschichte über einen Sonnenstein erzählt. Er hat uns eine Zusage gegeben, dass er Eredin nicht unterstützen wird. Und das ist ziemlich viel. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Alles klar. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, Leermust. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Interessant. Gibt also doch noch ein paar zusätzliche Sachen, die wir erledigen müssen, bevor wir Eredin, nicht Ehre mit, oder wie ich ihn genannt habe. Wohin gehen wir genau?
zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Wie jetzt? Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Das ist doch ein Witz. Ich habe Hurensohn Junior getötet. Dem kranken Bastard. Der kann nicht überlebt haben. Das ist unmöglich. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Oh nein! Und ich dachte, es ginge auf die freundliche Art. Aus dem Weg, ihr Knilche! Sonst richten wir eure Fratzen so zu, dass ihr nicht mal bei der Krüppelkarte ein Mädchen findet. Was hast du gesagt? Nicht kapiert? Zu viele Silben? Verschwindet! Du kleine Schlampe! Die Geralt, von links! Geralt? Hast du Geralt gesagt? Du sagst Geralt? Und weiter? Von Scheiß Riva. Ach so, warum sagst du das nicht gleich? Ah, tut mir leid, der Stress war ein Missverständnis. Herr Willi erwartet euch. Was willst du? Das war... seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Ha! Willi erwartet uns also. Geralt von Scheiß Riva, ja. So stelle ich mich demnächst auch vor. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo hab ich dich gefunden? Schnell! Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior? Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht.
Zwei Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Ach, da haben wir einen alten Freund wieder getroffen. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Ja, da hat sie recht. Oh Mann. Ja, aber Ciris Freundin, die besuchen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es nicht auch so einer diese töten will, so wie Hurensohn Junior, der ja jetzt fast gestorben wäre, ein zweites Mal. Obwohl es ja nicht Hurensohn Junior war. Aber ich war auch verwundert, muss ich sagen, dass, als ich den da gesehen habe, weil den haben wir abgeschlachtet, auf Deutsch gesagt. Naja, die anderen Welten, die wir heute erforscht haben, die waren natürlich richtig geil. Also besonders die Eiswelt hat es mir irgendwie angetan gehabt. Da haben wir auch ein paar Informationen gekriegt. Also ich finde schon interessant, wie die Witcher-Saga in der Videospielserie beginnt. Man wacht ja in den Wäldern von Kaer Morhen auf und man weiß nichts. Es ist, als wenn Geralt gerade geboren wäre, auf Deutsch gesagt. Er kann auch kämpfen, aber mehr auch nicht. Er erinnert sich an niemanden und an nichts. Und jetzt herauszufinden, dass Ciri ihn vor der wilden Jagd gerettet hat, ist schon, gutes Hintergrundwissen. Im zweiten Teil erfährt man ja erst, dass Geralt von der wilden Jagd entführt war. Nein, entführt nicht, er hatte sich ja... Das will ich nicht spoilern. Dafür spielt lieber selber den zweiten Teil. Naja, auf jeden Fall finde ich das sehr gut gemacht von den Entwicklern. Und ja, Eredins Verstärkung haben wir auch ausgeschaltet. Damit steht uns niemand mehr im Weg, Eredin platt zu machen. Naja, das dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen, damit wir die Jagd endlich los sind. Bis dahin, haut rein.